Immerhin eine gute Nachricht, die lässt sich aus den Ergebnissen der neuesten PISA-Studie herauslesen. In den meisten anderen Industrieländern, da ist es mit den Leistungen der 15- und 16-jährigen Schülerinnen und Schüler in Mathematik, Naturwissenschaften und Lesen weiter bergab gegangen als in Österreich. Aber das war es auch schon, denn ein altes Problem ist noch größer geworden. Die große Kluft, was die Bildung betrifft, was die Resultate zwischen guten und schlechten Schülerinnen angeht. Die Leistungen der Schüler mit ungünstigen Lernvoraussetzungen, die fielen in Österreich noch einmal zurück, während die Schüler mit besseren Lernvoraussetzungen, also zum Beispiel aus höheren sozialen Gruppen oder auch ohne Migrationshintergrund, eher stabil geblieben sind. Und das bedeutet, dass die ohnehin schon bestehende Kluft noch einmal größer geworden ist. Österreich ist eines der Länder, in denen Bildung am stärksten vererbt wird, was den Sozialstatus betrifft. Überhaupt was Mathematik betrifft, gibt es unter den reichen Industrieländern nur 3 Länder, wo diese Vererbung noch stärker ist. Und bei Naturwissenschaften und Lesen, da ist der Unterschied zwischen den Leistungsstarken und den Leistungsschwachen in Österreich tatsächlich am größten. Aber das ist nicht einmal das einzige Problem, auch wenn vor allem das medial diskutiert wird. Denn da gibt es noch eine zweite Sache, die wirklich in Elite-Schüler, also die, die richtig gut abschneiden, da gibt es in vielen Staaten eine deutlich größere Gruppe, während die in Österreich auch relativ überschaubar ist. Warum also bleiben so viele Talente zurück? Viele Kinder lassen wir zurückfallen, während wir nicht einmal die Eliten richtig ausbilden. Was läuft da schief im Bildungssystem und was kann und soll sich ändern? Darüber wollen wir heute diskutieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Standard Mitre in unserem interaktiven Talk. Mein Name ist Andras Sigetvar und das sind unsere spannenden Gäste heute. Ich freue mich sehr, dass bekannt aus Funk und Fernsehen, wie es so schön heißt, und auch von ihrem CD-Spieler Matthias Strolz bei uns ist. Er ist Ex-Politiker, Buchautor und auch hier als Vertreter der Mega-Bildungsstiftung, die sich für diverse Bildungsinitiativen stark macht. Herr Strolz, danke fürs Kommen auch. Ich freue mich auch sehr, dass Christian Klar bei uns ist. Er ist der Leiter einer Brennpunktschule in Wien-Floridsdorf und nebenbei Bildungssprecher der ÖVP in seinem Bezirk. Danke auch fürs Dabeisein. Ich freue mich auch sehr, dass Zana Schütter bei uns ist. Sie ist im Volksschulalter aus Bosnien nach Österreich gekommen, zuerst in die Hauptschule gekommen, hat dann aber den Sprung in ein Gymnasium und dann auch auf die Universität geschafft, arbeitet heute als Juristin, wird uns spannende Einblicke geben. Danke auch fürs Dabeisein. Und last not least, wie es so schön heißt, bei uns zu Gast ist Andreas Schleicher. Er ist als OECD-Koordinator für die eben schon erwähnte PISA-Studie verantwortlich. Danke auch fürs Mitdiskutieren und Zeitnehmen. Und falls Sie die Ankündigung fleißig gelesen haben, dann fällt Ihnen auf, ein Gast fehlt, Frau Barbara Herzog-Bunzenberger, die Bildungsexpertin. Ja, die ist leider wie so viele andere erkrankt, kann nicht teilnehmen. Gute Besserung also an Sie und an alle anderen von hier aus. Aber umso mehr freue ich mich, dass die anderen alle gesund sind und dabei sind. Ich Strolz, ich wollte mit Ihnen anfangen, aber wir haben auch sehr viele Posting-Zuschriften bekommen. Ich wollte 3 am Anfang vielleicht vorlesen. Ein User oder Userin Zorniger schreibt da, so abwertend, wie in vielen Familien Bildung und Wissenschaft behandelt wird, ja, da wundert es mich nicht. Also er meint die schlechten PISA-Ergebnisse. Hätte sich meine Familie durchgesetzt, dann hätte ich wohl eine Lehre statt einem Doktorat gemacht. Ich meine, ist auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber ein anderer schreibt da in die Zukunft, ein Kind zu bekommen, heißt halt nicht nur sich der Lust hinzugeben und auf Verhütung zu vergessen, sondern heißt halt dann auch Verantwortung für den Spross übernehmen. Also will offenbar auch, dass die Eltern hier mehr tun. Und ein anderer schreibt auch, wieder auf die Eltern bezogen, ja, den Eltern beibringen, dass sie eben mehr tun müssen für ihre Kinder, dass sie mehr Verantwortung übernehmen müssen, das würde etwas ändern. Auch braver Kaiser, also 4, 5 User, die da alle schreiben, man soll die Eltern in die Pflicht nehmen. Ist das, woran hakt es denn? Was läuft schief? Sind es die Schulen, sind es die Eltern, sind es beide? Ja, das ist sicher hochgradig multifaktorell. Also da gibt es jetzt nicht auch das eine Zahnrad, das wir bewegen müssen und dann ist der große Sprung nach vorn, sondern das hat sich so eingewachsen, ein Stück weit die letzten Jahrzehnte. Ich glaube, natürlich haben die Familien einen sehr großen Einfluss. Allerdings ist hier mein Bekenntnis sehr klar, Bildung ist ein öffentliches Gut. Als solches haben wir uns darauf geeinigt als Gesellschaft. Und das ist im Gegenstand der Diskussion jetzt, dass wir sagen, okay, wie organisieren wir das als öffentliche Gut Bildung? Organisieren wir es fair, sodass ein junger Mensch, unabhängig von den Möglichkeiten des Elternhauses hier auch einen fairen Zugang hat? Und dem ist eben nicht so. Das ist immer eines der Schlusslichter weltweit nämlich. Und das hat mich immer wieder auch beklemmt im Parlament, damals schon, aber auch jetzt als zivilgesellschaftlich Engagierter, dass das vielen einfach auch egal ist. Da gibt es keine große Empörung. Ja, also
Das ist so, das hätte uns ja auffallen müssen, schon über all die Jahrzehnte. Also ganz schlampig formuliert, dass Ausländerkinder völlig überrepräsentiert waren über Jahrzehnte in den Sonderschulen. Jetzt haben wir das natürlich inklusiver gestaltet und teilweise die Statistik nicht mehr so ausschlagkräftig hier. Aber glauben wir, dass irgendwie der Herrgott herumgeht und sagt: Aha, das ist ein autochthones Kind, bekommt Talente. Aha, das ist ein Türkenkind, da gehe ich vorbei, bekomme keine Talente. Das ist ja ein dummer Glaube, nicht? Also, den kann ja niemand teilen. Wenn dem aber nicht so ist, dann haben wir das vor allem strukturell nicht gut organisiert. Das beginnt vor allem auch schon in der Elementarpädagogik. Die ist ja in Österreich, es gibt Dinge, die wir auch gut machen, zum Beispiel berufsbildende Schulen. Also, ich will nicht nur jammern. Aber zum Beispiel in der Elementarpädagogik sehen wir ganz klar, dass wir ihr keinen Stellenwert zumessen. Also für die Kleinen muss nichts können. Das ist so irgendwie Zusammenfassung für den österreichischen bildungspolitischen Ansatz, für Elementarpädagogik. Ein bisschen Liebe, mehr braucht es nicht. Und das ist natürlich grundfalsch. Die Aufgabe als Elementarpädagogin, Elementarpädagoge, von denen wir zu wenig haben, ist immens anspruchsvoll. Also nur weil irgendwo quasi beim Zwölfjährigen vielleicht die Pickel markanter sind im Gesicht, dass sich da was bewegt. Natürlich ist bei 3-, 4-, 5-Jährigen unendlich viel los. Also wäre es die Lernpsychologie, die Gehirnforschung, all die körperliche Entwicklung. Also ja, da kann man vielen Punkten ansetzen und auch die Elternhäuser müssen wir hereinholen. Da bin ich bei Ihnen, vor allem dort, wo wir bildungsferne Haushalte haben, braucht es neue, auch Angebote, Neues auch fordern, die müssen wir dabei haben. Bei Da der kommen wir gleich Verabschiedung. dazu, was das für Angebote hat. Eine Frage hätte ich noch. Also dieses, dass es so schlecht oder so relativ schlecht läuft, wie jetzt, teilen Sie diesen Befund, wenn Sie, man könnte auch sagen, na gut, da wird halt jetzt übertrieben und wir sind vielleicht nicht so gut wie Singapur. Also ist das. Nein, das ist ja natürlich. Ich glaube, man kann an PISA auch wiederum viel kritisieren. Ich glaube, dass also insgesamt wichtig war und ein Segen, dass wir vor 20 Jahren begonnen haben, uns auch kritischen Fragen zu stellen, und zwar auch international. Und ja, wir kommen aber in diesem Phänomen Chancenfairness, Chancengerechtigkeit nicht vom Fleck. Und insofern ist das natürlich schlecht, das Ergebnis, ja? Und da kann man nicht drüber hinweggehen und sagen, ja, Corona und was ich was alles. Nein, das ist schlecht. Und noch ein Bild, weil man kann sagen, das ist Statistik, ja? Und nein, jeder, der ein Kind hat oder ein Patenkind, wenn ich hier, keine Ahnung, die 17-jährige Lena nehme oder den 16-jährigen Ali und er steht vor mir und ich sage, Ali, du hast Talente, individuelle, großartige und sorry, muss da berichten, die kommen nicht in die Entfaltung. Also die Flügel sind angelegt, aber du wirst sie nie heben. Wir haben das nicht geschafft, als System das so zu organisieren. Als Das ist Gesellschaft. doch ein unglaublich trauriges Bild, finde ich. Herr Schleicher, unglaublich trauriges Bild. Können Sie uns ein bisschen noch einordnen bei Österreich? Also, das war jetzt mal meine. Wie traurig machen Sie denn diese Ergebnisse oder wie traurig sollte man sein aufgrund dieser Ergebnisse? Also insgesamt liegt Österreich ja im Mittelfeld der OECD-Staaten. Also schlecht sind die Resultate nicht, aber sie sind seit den Anfang der 2000er Jahre kontinuierlich gesunken. Das ist, glaube ich, die Herausforderung, dass einfach das Niveau kontinuierlich sinkt. Und wir sehen, die leistungsstarke Gruppe ist nicht besonders gut und die sozialen Disparitäten wachsen. Also da sind natürlich auch die Rahmenbedingungen schwieriger geworden. Das weiß ja jeder. Das ist in allen Ländern so, dass es die Schülerschaft vielfältiger wird, die Digitalisierung Herausforderungen schafft. Aber das ist Aufgabe der Bildungssysteme, auf diese Dinge einzugehen. Und was mich beeindruckt an den PISA-Daten insgesamt der diesjährigen Ausgabe, dass es durchaus eine Reihe von Ländern gibt, die auch in der Krise während Corona und so weiter besser geworden sind. Also es ist schon leistbar und Österreich wendet die Mittel auf, um das zu tun. Also die Ausgaben pro Schüler sind ja in Österreich weit über dem OECD-Mittel. Also die Ressourcen sind durchaus vorhanden. Ich glaube, diese Ressourcen dort einzusetzen, wo sie am meisten Wirkung bringen, ist, glaube ich, die große Herausforderung. Nochmal zur Frage des Elternhauses. Also ich denke, wir haben vielleicht in vielen Ländern den Fehler gemacht zu glauben, dass Schule ohne das Elternhaus auskommen kann, also das ausgleichen kann, was vom Elternhaus
nicht kommt. Und ich glaube, da müssen wir uns eingestehen, das funktioniert so nicht. Was leistungsstarke Bildungssystemen gelingt, ist das Elternhaus aktiv mit einzubinden in die Schule. Dass man eben da gute Querverbindungen schafft, dass die Eltern die Schule unterstützen. Die Tatsache, ob sie als Eltern ihre Kinder fragen, wie war die Schule, was habt ihr da gemacht? Na, das hat einen größeren Einfluss auf die PISA-Resultate als das Einkommen der Eltern. Na, einfach mal zu zeigen, was ihr da in der Schule macht, ist für mich selber irgendwo wichtig. Und da muss man sagen, das ist in den letzten Jahren zurückgegangen. Na. Auch die Unterstützung der Lehrkräfte muss man sagen. Na, ein Drittel der Schüler in Österreich, gerade während der Corona-Jahre, hat sich nicht unterstützt gefühlt von den Lehrkräften Aber persönlich. darf ich Sie fragen, das ist jetzt sehr interessant, was Sie sagen. Ich meine, erstens beruhigen Sie mich, weil viele andere Versäumnisse als Vater hat man ja. Wie es in der Schule war, das frage ich sehr zum Genervtsein meiner Kinder, sie aber eigentlich immer. Aber jetzt überrascht mich das ein bisschen, weil normal hat's immer, habe ich so im Kopf gehabt, die Schule soll das ausgleichen und soll eigentlich zum Ziel haben, auch so Ganztagsschulkonzepte, wo man sagt, du nimmst nichts mehr mit nach Hause, kein Lernen. Also so meine Idee war, es ist eher das Bemühen, das ohne die Eltern unabhängig zu schaffen, weil da vielleicht viele nicht so privilegiert sind, vielleicht durch das, aber Sie sagen, nein, das ist ein falscher Ansatz, wenn ich das so richtig raushöre. Warum oder was sind da die Belege dafür? Ja, man sieht einfach, dass es so nicht gelingt. Also in Ländern, wo das Bildungssystem so ausgelegt ist, sind die sozialen Disparitäten meistens größer. Was wir sehr klar sehen in Ländern, wo die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus klappt, wo die Eltern eingebunden sind, wo die Schule auch aktiv auf die Lehrkräfte, auf die Eltern zugeht, da sind die Resultate besser. Das können wir ganz besonders von den asiatischen Ländern lernen. Da sind die Eltern Teil der Lösung, nicht Teil des Problems, nicht Kunden des Systems. Sie sind Teil beteiligt und das kann die Schule so nicht ausgleichen. Also ich glaube, die Herausforderung ist, wie kann die Schule ein Umfeld schaffen? Ganztagsschule ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Ansatz hier. Die schafft einfach mehr Raum, Talente zu finden, zu fördern, Defizite auszugleichen, aber in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft, mit den Eltern. Sie sehen das bei der Digitalisierung. Schauen Sie auf die Daten für Österreich. Ne, der starke negative Zusammenhang zwischen Digitalnutzung für die Freizeit und Schulleistung. Ne, wenn die Kinder bis um 12 Mitternachts mit dem Telefon spielen, dann klappt das natürlich am nächsten Tag in der Schule nicht. Und da haben Sie als Schule direkt nur dann Einfluss, wenn Sie die Eltern mit ins Boot holen. Na, das können Sie in der Schule nicht so ausgleichen. Das meine ich damit. Das ist also Okay, wichtig. sehr spannend. Noch eine kurz, können Sie noch ein Beispiel geben, wie das, weil es jetzt so interessant ist, wie das funktioniert, also dass die Schule die Eltern einlädt und ihnen sagt, schau, ihr müsstet das, oder wie ein praktisches oder zwei Beispiele, was das bedeuten kann konkret? Ja, ich war mal in einer der ärmsten Regionen Chinas, in der Yunnan-Provinz. Und da hatte ich mich das so beeindruckt, wie die mit wenig Personal dort auskamen und die Eltern wirklich aktiv beteiligt waren. Da habe ich eine Lehrerin gefragt, Mensch, wie schafft ihr das? Und sie sagte mir, ja, ich rufe alle Eltern praktisch zweimal die Woche an. Und das geht bei mir nicht nur um Schulleistung, sondern auch einfach, wie kann man Eltern unterstützen in der Erziehung der Kinder? Und da habe ich ihr gesagt, Mensch, sie haben 50 Kinder in der Klasse und sie rufen die zweimal in der Woche an oder gehen sogar nach Hause zu denen. Und dann sagte sie, das muss ja eine riesige Arbeitsbelastung sein. Und die antwortete nur, ja, das ist eine Arbeitsbelastung, aber wenn mir diese Eltern eigentlich nicht helfen würden, dann könnte ich meinen Job nie machen. Das war im Grunde so die Einstellung. Und das sehen wir in vielen der erfolgreichen Bildungssysteme, dass es ein ganz anderes Zusammenspiel gibt zwischen Schülern, Lehrkräften. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahrzehnten so eine Kommodifizierung von Bildung gesehen. Die Schüler sind Konsumierende von Bildungsinhalten, die Lehrkräfte werden so als Dienstleister gesehen, die Eltern als Kunden. Und das hat eine Distanz geschaffen, die uns auch die großen sozialen Disparitäten beschert. Da kommt das irgendwo dann her. Ja klar, jetzt würde ich. Zweiter Punkt ist auch, Ja. die erfolgreichen Bildungssysteme, die gewinnen die besten Lehrkräfte für die schwierigsten Klassen, dass man ihre Ressourcen dort einsetzt, wo sie am meisten Wirkung bringen. Ne? Das ist natürlich auch eine große Herausforderung, wie man im Grunde das besser verknüpft. Ne? Das ist ja eine ganz gute Überleitung, Herr Klar. Wo liegt denn für Sie das Problem? Also wir haben einerseits eben, okay, wir haben schon gehört, die Top-Leistungen fehlen und dann eine große werdende Lücke bei, was Sozialherkunft betrifft und auch eine Lücke, die auch bleibt, auch das muss man sagen, was Migrationshintergrund betrifft. In Österreich ist auch eines der Länder, wo 27% der Schüler laut OECD Migrantinnen oder Migranten erste oder zweite Generation sind, ein relativ hoher Schnitt. Was ist die Probleme aus Ihrer Sicht? Ich denke, man darf mal nicht unterschätzen, dass schon vor der Schule sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen sind, wie viel Schulerfolg wird ein Kind haben. Sehr viele Skills, sehr viele Fähigkeiten entwickelt man zwischen 0 und 6 Jahren.
Und da gibt es schon massive Rückstände, wo die Schule dann gar nicht mehr viel tun kann. Das ist sicher ein Punkt. Ein weiterer Punkt ist, dass gerade in Wien sehr viele Kinder, weil sie teilweise auch die Muttersprache schlecht, aber vor allem Deutsch am Beginn ihrer Schulkarriere nicht können, als außerordentliche Schüler, teilweise in Wien geboren, starten und damit schon einmal ein Jahr verlieren, dann vielleicht sich schwer tun mit Lernen. Ich habe zum Beispiel in meinen ersten Klassen heuer 20% meiner Kinder sind in der fünften Schulstufe, aber bereits im siebten persönlichen Schuljahr und haben in 6 Jahren Volksschule so viel Frust erlebt. Also das wird vermutlich sehr, sehr schwierig werden, dass die noch erfolgreich in der Schule sind. Da kann Schule gar nicht eingreifen. Aber Entschuldigung, warum? Das sind Kinder, die, verstehe ich das richtig, die wären schon in der siebten Schulstufe, sind aber noch in der fünften, weil sie es nicht weiter geschafft haben. Und was ist da das Problem? Ne, das Problem ist, dass sie erstens mal deutlich überaltrig sind und auch merken, dass sie überaltrig sind im Vergleich zu den anderen und entsprechenden Schulfrust haben, aber auch die riesigen sozialen Probleme in der Klasse. Also 11-Jährige und 13-Jährige haben deutlichst unterschiedliche Interessen. Das funktioniert eigentlich im sozialen Zusammenleben fast gar nicht. Und warum? Können Sie das noch ein bisschen, also was ist da, sind das Kinder, die nicht gut Deutsch sprechen oder sind die Probleme andere oder was sind da die Also die Probleme? Entstehungsgeschichte ist ganz, ganz oft, dass man eben bei dem Schuleinstieg noch nicht Deutsch kann, dann gleich das erste Jahr wiederholen muss, oft dann die 4. Klasse Volksschule noch wiederholt, weil man noch nicht bereit ist für die Mittelstufe. Das ist die Ursache für die Überalterung. Das halte ich für schwierig. Vielleicht könnte man sich da überlegen, wie schafft man es, dass Kinder gleichaltrig bleiben in der Gruppe. Und dann ist es in der Schule einfach sozial ganz schwierig, wenn da 13-Jährige, Schule ist ja nicht nur Schule im Sinne von Lernen. Schule ist Zusammenleben, ist gemeinsame Interessen. Und während 13-Jährige, wie soll ich sagen, halbwüchsige, pubertierende Kinder sind, sind halt 10-, 11-Jährige noch ja, kleine Kinder, die ganz andere Interessen haben. Da prallt vieles aufeinander. Auch die körperlichen Unterschiede sind enorm, was sich auch wahnsinnig auswirkt. Das ist eine Okay. Riesenherausforderung. Aber eine Frage habe ich noch, bevor wir die Frau Schütter auch reinholen. Woran liegt das, dass jetzt 4 Jahre Volksschule, hätte ich jetzt gesagt, warum um Gottes Willen ist denn da die Schule nicht befähigt, diesen Kindern zum Beispiel auch gut Deutsch und alles andere beizubringen, dass sie gut weiterkommen? Ist es die Schule, die nicht gut ist? Sind es die Lehrerinnen und Lehrer, die das nicht können? Sind das zu viele Kinder aus problematischen sozialen Verhältnissen, die da zusammen sind mit zu wenig Ressourcen? Sind das zu viele Kinder, die nicht Deutsch sprechen? Also was sind die Gründe, dass das da offenbar, wie Sie sagen, nicht so gut klappt? Also ein Grund ist, sind sicher die fehlenden Deutschkenntnisse und auch, dass man, also ich sage immer als Beispiel meine Tochter, die Schulenglisch gelernt hat, aber wirklich Englisch hat sie gelernt, als sie dann im Austausch in der 7. Klasse ein Jahr in Amerika war und ausschließlich Englisch sprechen konnte. Wenn man 5 Stunden am Tag mit den Lehrern und Lehrerinnen Deutsch spricht und den restliche Zeit in seiner Muttersprache, dann ist Deutsch nur die Unterrichtssprache, die man nicht ausreichend beherrscht, um auch wirklich in dieser Sprache denken zu können, Unterricht folgen zu können, kombinieren zu können. Also ich glaube, wir müssen erreichen und auch einfordern, dass eben nicht jetzt Fernsehen nur auf türkischer oder afghanischer oder polnischer Sprache konsumiert wird, was ja das Satellitenfernsehen ermöglicht, sondern dass man Deutsch lebt als Kind, damit es wirklich eine Sprache wird, die man beherrscht. Nur dann kann man schulisch erfolgreich sein. Wenn man ständig damit beschäftigt ist, übersetzen zu müssen, hat man ja gar nicht Kapazitäten frei. Okay. Frau Schütter, jetzt, was sagen Sie denn dazu, vor allem bisher gehört noch vielleicht zum Herrn Klar, können Sie mit was anfangen? Ja, ich habe hier heute viele Gründe gehört. Die Eltern müssen sich mehr einbringen, die Lehrerinnen müssen entsprechend geschult werden. Das bin ich überzeugt, dass das auch so sein soll, wobei ich mich nicht anschließen möchte mit der Thematik, dass die Eltern nochmal die Matura machen mit ihren Kindern, was ich auch so auch in meinem Umfeld immer wieder erlebe. Was hier aber nicht kommt, und ich bin aber überzeugt, dass das die Lösung des Ganzen ist, ist eine flächendeckende Gesamtschule. Alle Länder, die sehr, sehr erfolgreiche PISA-Ergebnisse liefern, haben flächendeckend eine Gesamtschule. Wir trennen Kinder viel zu früh. Ja klar, Sie haben vorher gesagt,
Deutsch sollte auch dort und da gesprochen werden. Wenn wir Kinder so früh trennen und viele österreichische Kinder dann irgendwo auch in den Gymnasien landen und wir dann auch eine sowohl in den Gymnasien als auch dann in diesen Brennpunktschulen homogene Gruppen schaffen, dann findet dieser soziale Austausch einfach nicht statt. Man kann nicht sagen, jetzt red Deutsch mit deiner Mama zu Hause. Nein, ich werde niemals Deutsch mit meiner Mama reden und ich habe Deutsch trotzdem innerhalb 2 Jahren gelernt. Das liegt aber auch daran, dass dieser soziale Austausch einfach vorhanden war. Also in allen Klassen waren 2 bis 3 Schülerinnen, deren Erstsprache nicht Deutsch war und Migrationsbiografie hatten. Und das war ein sozialer Austausch, der dazu geführt hat, dass man sich natürlich auch mit Österreicherinnen oder deutschsprachigen Kindern angefreundet hat. Einfach auch, weil man es, ja, weil es anders nicht ging, sage ich jetzt mal. Und das war dann auch gut. Das war für alle Beteiligten eine wertvolle Erfahrung, sowohl auf einer sozialen, aber auch auf einer fachlichen Kompetenz her. Aber wenn wir die Schülerinnen so schnell trennen, und ich finde auch diese Auswahl an Gymnasien, die ist ja auch nicht immer aus meiner Sicht der Intelligenz eines Kindes geschuldet, sondern sehr oft in Dörfern habe ich das so erlebt, da sind Eltern sehr viel in der Schule, sie sind sehr gut vernetzt, sie sind in den Elternvereinen und diese Kinder werden dann auch unabhängig von ihren schulischen Leistungen eher für Gymnasien empfohlen. Dann haben diese Familien eben diese Ressourcen, dass die Mamas sehr viel in Teilzeit sind, was später dann Probleme nach sich bringt, was wir heute wissen, aber die lernen dann auch mit den Kindern mit, sie haben finanzielle Mittel, um diese Nachhilfen zu finanzieren. Und auf der Strecke bleiben dann halt auch eben andere Kinder. Wenn wir das nicht hätten, wenn wir eine flächendeckende Gesamtschule hätten, dann hätten wir einfach diese Probleme nicht. Und wir reden ja jetzt nicht nur davon, dass auf der Strecke sehr viele Jugendliche bleiben, die für später auch für den Arbeitsmarkt nicht wirklich geeignet sind oder keine Kompetenzen mitbringen, die die Wirtschaft benötigt, sondern das führt auch dazu, dass wir ein System schaffen, wo permanent Eltern mitlernen müssen. Und mit Eltern sind es in Wirklichkeit die Mütter, die wiederum, das ist auch ein Teil dieser Care-Arbeit, die nicht in der Lage sind, für ihre Altersvorsorge dann auch später vorzusorgen. Das führt dazu, dass wir dann eigentlich aber auch diese Frauen in der Wirtschaft benötigen würden. Und wie der Kanzler dann auch letztens dann auch gemeint hat in dieser ja, Rede, dass wir die Frauen aus den Teilzeit holen, ja eh, aber wenn wir eine Struktur haben, wo eigentlich die Eltern mit den Kindern und die Mütter mit den Kindern lernen müssen, das führt eigentlich zu genau diesen Problemen, die wir jetzt haben. Und später in der Wirtschaft haben wir genau das Thema, dass wir überall homogene Teams haben. Wir wissen, homogene Teams sind jetzt nicht wirklich innovativ oder kreativ. Wir wollen eigentlich Diversity, aber für die Diversity fehlen uns dann vielleicht für diesen Diversity-Aspekt dann auch wieder die richtigen Kompetenzen. Und das ist einfach also aus meiner Sicht ist das ein komplett strukturelles Problem. Das sind jetzt Wir hätten die Lösung auf der Hand. viele wichtige Punkte, auch die Sie angesprochen haben, einmal gesammelt. Ich will noch ganz kurz, ich weiß nicht, Herr Strolz oder Herr Schleicher, zu dem, was da mit Deutsch angesprochen wurde. Ist das schon ein Problem, dass die, also mir geht es da auch ein bisschen so, ich habe auch zu Hause nie Deutsch gesprochen, es war kein Problem, aber ist das schon, was der Herr Klar sagt? Ich weiß nicht, wer von Ihnen möchte, dass, wenn die Klassen nicht gut durchmischt sind, das gar nicht funktionieren kann, oder gibt es da andere Beispiele? Weiß nicht, wer von Ihnen, Herr Schleicher oder Strolz, wer was sagen möchte dazu? Also was klar ist, dass die Sprache Grundlage ist. Also wenn Schüler die Sprache nicht gut beherrschen in den ersten Schuljahren, dann wird das ganz sicher sehr schwer in der Schule. Und da kann man in der frühen Förderung wirklich sehr viel erreichen. Also das ist ja das Gute, dass Kinder Sprachen fließend lernen, na, gerade in den ersten Lebensjahren, wenn man dann eine entsprechende Umgebung schafft und auch in der Schule Genau, das aber wenn ausprobiert. das so sagt, wieder erklärt, dass das nicht klappt in der Volksschule, auch wenn es vielleicht nicht gut durchmischt ist und dann, also ist dann die Schule, läuft da was falsch, oder geht das gar nicht, wenn so viele Kinder dann nicht auch untereinander nicht Deutsch sprechen? Das ist ein bisschen meine Frage. Also Ja, fast. ich meine, da kommt natürlich die Frage des Schulsystems dann schon doch ins Spiel. Also man muss, dem stimme ich zu, dass also die sehr frühe Aufsplittung die sozialen Unterschiede nochmal deutlich verstärkt. Das sieht man in allen Systemen, die ähnlich strukturiert sind. Na, da haben natürlich Bildungssysteme, die da fließendere Übergänge schaffen, eine stärkere soziale Durchmischung, wesentlich bessere Voraussetzungen. Na, ganz klar ist, wenn sich die sozialen Nachteile konzentrieren in der Schule, dann sind die schwer zu bewältigen. Aber wenn man die Gesamtzahl in Österreich sieht, die ist nicht überdurchschnittlich. Also Österreich steht nicht vor größeren Herausforderungen als die meisten Industriestaaten. Die sind nur einfach stärker konzentriert in einigen Schulformen und sind dadurch schwerer zu bewältigen. Das ist eigentlich relativ klar.
Und dann, ich denke, das ist ein Ballungsraumproblem auch bei uns. Da kommen zwei Dinge zusammen, verhängnisvoll, nämlich, dass wir eine völlig unsortierte, schlecht organisierte Integration, Migrationspolitik verfolgt haben die letzten Jahrzehnte. Wir haben bei den Problemen, Herausforderungen völlig weggeschaut. Klar ist, dass der Spracherwerb wesentlich im Kindergarten schon begleitet werden muss, und zwar multiprofessionell. Das kann man nicht irgendwie der Kindergartentante umhängen, sondern die Kindergartenpädagogin hat hier eine große Aufgabe mit der großen Spanne an Kindern, die sie in der Regel in Österreich hat. Da geht der Spracherwerb nicht noch zusätzlich. Klar ist, dass es möglich sein muss, da bin ich bei Ihnen, Herr Schleicher. Das sind ja, die sagen ja wie ein Schwamm. Wenn wir das ordentlich organisieren, dann muss es doch möglich sein, dass 95% ordentlich Deutsch können mit 6 Jahren. Das muss möglich sein. Und ich bin auch dafür, dass wir umgehend einführen hier ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr. Ich glaube, das ist zumutbar. Das ist ja auch bei zunehmender Einkindfamilien auch eine soziale Frage. Also ermögliche ich den Kontakt mit Gleichaltrigen in dem Alter, das tut alles gut, das entlastet auch. Da bin ich natürlich auch bei der Frau Schütter, dass wir diese Angebote auch flächendeckend brauchen. Und dann kann das auch mit dem Spracherwerb besser funktionieren. Klar ist, dass wir natürlich in Ballungsräumen, so gerade auch in Wien, im Moment ist ja auch so, dass gerade von den Syrer und Afghanen, Afghaninnen, 80% nach Wien kommen. Und dort massiert sich das Ganze von den Asylberechtigten, Subsidiärschutzberechtigten. Und auch die Familienzusammenführung hängt da dran. Das Ganze massiert sich vor allem dann in wenigen Bezirken, vor allem Favoriten. Das ist völlig daneben, weil natürlich auch jeder von uns weiß und jeder, der anderes berichtet oder sagt, der lügt. Jeder, der eine Möglichkeit hat, sein Kind hier dann auch herauszunehmen aus diesen Klassen, der flüchtet. Und zwar egal, welche Parteikolle er wählt und welche Sonntagsreden er hält, man versucht dann hier auch für sein Kind andere Lösungen zu finden. Das heißt, hier hängt natürlich Integrationspolitik, Sozialpolitik, Wohnungspolitik auch ganz stark mit Bildungspolitik zusammen. Und ja, und Aber ich würde schon gerne auch dazu sagen, weil wir immer sagen, die deutsch sprechenden Freunde zu finden, das liegt nicht grundsätzlich daran, dass jetzt österreichische Familien flüchten oder auch nicht bereit sind, solche Freundschaften einzugehen, sondern das liegt schon sehr stark daran, dass alle oder viele Communities einfach unter sich bleiben und gar kein Interesse an solchen verschiedenen Freundschaften haben und zum Teil gar nicht in die Trennung Ausländer und Inländer, sondern die Afghanen bleiben unter sich, die Tschetschenen bleiben sich, die türkische Community ist eine in sich geschlossene Community. Das gilt immer weniger, das stimmt, je höher die Bildungsschicht ist. Dort ist man internationaler und auch bereiter. Aber in der Schicht, die auch zum Beispiel die Schüler meiner Schule ausmacht, ist es so, dass die vielleicht sogar sich in der Schule gut verstehen, bei der Tür rausgehen und mit der anderen Community nichts zu tun zu haben. Ich versuche mich jetzt kurz zu fassen bei einer Geschichte. Ich war Lehrer an einer polytechnischen Schule, Fußballmeisterschaft, wir kommen ins Finale, der wichtigste Spieler, ein Serbe, kommt nicht. Ich sage zum türkischen Fußballkapitän, ruf den Dalibor an, wir brauchen den. Er sagt, ich habe nur die Nummer von den Türken, mit den anderen habe ich nichts zu tun. Ich versuche es beim polnischen Spieler, der sagt, ich kenne nur die Polen. Der Arabisch Sprechende sagt, ich habe nur die Nummern von Okay, den aber Arabern. ich hätte doch Und ein eine. Österreicher sagt, ich habe keine Nummern, weil ich bin der einzige Österreicher. Und das so trennt sich das sofort nach der Schule. Ich meine, ich muss jetzt dazu sagen, meine Erfahrung, aber vielleicht ist da schon meistens, dass Kinder eigentlich oder Jugendliche recht offen sind für Freundschaften, egal woher sie dann kommen. Jetzt bei den Eltern weiß ich es nicht. Aber okay, da mag jetzt ihre eine andere sein. Aber noch eine andere Frage, weil die Gesamtschule angesprochen wurde. Und was wäre das eine? Also, wir haben jetzt gesagt, der Herr Strolz hat angesprochen, da gibt es viele, wo sich das Problem massiert und dann fliehen welche. Was wäre denn die Lösung? Oder was würde mich interessieren, was gibt es eine Lösung dafür, dass. Naja, nein, ich glaube erstens einmal, dass die Diskussion über die Gesamtschule, wie soll ich sagen, nicht sehr fruchtbringend ist, weil die Wahrscheinlichkeit in der politischen Realität, Das dass es geht. eine Zweidrittelmehrheit für eine Gesamtschule geben wird, ist, sagen Null, wir, okay. gegen null gehend. So gesehen müssen wir über andere Lösungen nachdenken, egal ob wir es gut oder schlecht finden würden. Gleichzeitig kenne ich aus meinem Bekanntenkreis 10- bis 14-jährige Kinder, die ins Gymnasium gehen.
und kenne aus meiner Schule 10- bis 14-jährige Kinder, und da gibt es natürlich Überschneidungen schon, 10- bis 14-jährige Kinder, die in eine Mittelschule, in eine Wiener Mittelschule gehen. Und wenn wir, so wie wir ja immer sprechen, Talente fördern wollen, dann passt das im Endeffekt für einen Großteil. Nicht für, gibt es natürlich eine Schnittmenge, Kinder, die gerade halt nicht ins Gymnasium kommen und so weiter. Aber für den Großteil der Kinder, die könnten gar nicht gemeinsam unterrichtet werden. Ich bekomme dann immer als Antwort, na ja, sie können ja ins gleiche Gebäude gehen und dann in unterschiedlichen Leistungsgruppen in allen Gegenständen unterrichtet werden. Aber dann kann ich mir das gleich sparen. Tatsache ist, dass eine, wie soll ich sagen, intellektuelle Diskussion über Geografie oder Geschichte, wie ich sie im Gymnasium hoffentlich erleben würde, mit meinen Schülern auf dem Niveau gar nicht möglich ist, weil die einfach nicht die gleichen Möglichkeiten haben. Also Magst du vergleicht da man was dazu schon. sagen oder hast du darunter noch? Also ich Also denke, dass. Ja, Entschuldigung, ich würde Franzi. auch gern dazu was sagen. Also die beste Schule Deutschland ist eine Gesamtschule, die ist in Göttingen. Und also alle Untersuchungen zeigen, dass Kinder in mehr lernen, wenn sie voneinander lernen. Also sie lernen am besten voneinander. Die Stärken von den besseren Schülern werden ihre Stärken gestärkt, die Schwächeren werden von den Stärkeren unterstützt. Also das ist eine Win-Win-Situation. Ich bin überzeugt, dass es hier politisch Schwierigkeiten gibt und dass es sicherlich auch ein gewisses Klientel gibt, das sich vehement gegen eine Verbesserung oder gegen eine Entwicklung in diese Richtung gibt. Aber das kann nicht die Antwort sein oder diese Situation kann deswegen nicht so hingenommen werden, weil wir hier ein paar privilegierte Kinder weiterhin privilegiert behandelt werden wollen. Auf der Strecke bleiben so viele Kinder, die nicht die nötigen Kompetenzen in diesem Bildungsweg erhalten. Und das ist ein großes Problem. Das ist ein Problem der Integration in weiterer Folge, weil es viele Kinder betrifft mit Migrationsbiografie. Das ist später auf dem Arbeitsmarkt ein Thema, weil es gibt nicht mehr so viele einfache Jobs, die man sozusagen vergeben könnte. Also selbst da benötigt es viele, viele Kenntnisse, die leider auf diesem Weg nicht unbedingt erworben werden. Und wir dürfen uns als Gesellschaft nicht gegen so einen Schritt wehren. Alle Wissenschaftler sagen, das ist der Weg. Also alle Länder, deren Ergebnisse bei diesem PISA-Test sehr, sehr gut haben flächendeckend die Gesamtschule eingeführt. Also ich denke schon, dass wir uns hier ganz stark auch politisch einfordern müssen, dass das verändert werden muss. Also diese Einführung von einem NMS, das war jetzt Herr nicht Schleich, wirklich. würde Sie noch ganz, oder Herr Stoll, würde, wenn das was da ja klar, und ich glaube, da hat er recht, das ist nicht realistisch. Es gibt es da etwas anderes, was als Ausgleich? Ich hat zum Beispiel der Herr Stolz gesagt, vieles konzentriert sich dann in Wien. Ist das dann Wohnpolitik schon oder muss ich dann überhaupt, oder also was könnte man tun, wenn Gesamtschule keine Option ist derzeit in der politischen Realität? Ich denke, zwei Dinge kann man machen. Zum einmal die Ressourcen stärker an die Herausforderungen koppeln. Na, dass man einfach den Schulen, die vor schwierigeren Herausforderungen stehen, die notwendigen Ressourcen bereitstellt. Dass es auch attraktiver wird für die besten Lehrkräfte, wirklich dorthin zu gehen und dort wichtige Arbeit zu vollbringen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, man muss ja sehen, also die frühe Auftrennung hat zum einen für die Schüler Effekte, aber sie hat eben auch für Lehrkräfte Effekte. Das wird einfacher für die Lehrkräfte, Probleme einfach abzuwälzen, ne, auf andere Schulformen oder auf den Schüler. Und das kann man einschränken. Da kann man einfach Anreize schaffen, wo Lehrkräfte die Schulen mehr Verantwortung übernehmen, einfach auch schwierige Schüler besser zu fördern. Ne? Das, denke ich, ist der zweite Punkt. Man kann also sagen wir mal so, die Folgen der frühen Auftrennung besser abmildern, ne? Indem man einfach im Moment ist das relativ bequem für Lehrkräfte und das wurde hier auch deutlich gesagt. Also die Schüler werden oft nicht nach ihrem Leistungspotenzial auf Schulform geschickt, sondern nach anderen Kriterien, die es einfach einfacher machen für die Schule. Und da muss man ansetzen, ne, dass man von den Schulen mehr fordert, dass Schüler entsprechend gefördert werden, als einfach nur im Grunde auf die Herr Schulform. Stolz, weil Ja, ich würde, also in Sachen Integrationspolitik würde ich eine Wohnsitzauflage, Residenzpflicht organisieren für Asylberechtigte, Subsidiärschutzberechtigte, so wie Deutschland, so wie Dänemark, dann kommen wir in eine andere Verteilung. In Sachen, werde ich Bildungsminister, würde ich drei Dinge angehen. Erstens eine Chancenbonusfinanzierung, so wie es manche Länder haben,
Das heißt, dort, wo wir größere Herausforderungen haben, gibt es mehr Geld. So wie der Herr Schleicher es sagt, das ist keine Raketenwissenschaft, da gibt es erprobte Modelle und die sollten wir umsetzen. Zweitens, die Diskussion starten, weil ich bin bei Ihnen, Frau Schütte, nur wir bekommen die Mehrheiten nicht. Das ist ein 100-jähriger Stellungskampf jetzt. Jetzt können wir den noch 100 Jahre führen und dann blenden alle anderen Möglichkeiten aus. Da bin ich pragmatisch geworden und sage, okay, ist es eine Möglichkeit, die Volksschule, die gemeinsame Schule, Volksschule auf 6 Jahre zu verlängern? Da gab es auch schon einmal einen Vorstoß von Landeshauptmann Pröll. Ich glaube, das ist auch mit den Alterskohorten, die wir haben, und das ist natürlich eine Frage mit Gebäuden etc. Nur da lernpsychologisch, psychologisch spricht sehr viel dafür. Hier die Kohorte beieinander zu halten bis 12 Jahre. Und das Dritte, ich würde tatsächlich einen neuen Schultypus einführen, weil ich glaube nicht, dass es möglich ist, quasi bestehende Strukturen zu sprengen und grüne Wiese zu machen. Das geht sich nicht aus aufgrund der Widerstände. Ich würde eine Schule mit dreifacher Autonomie auskoppeln, nennen wir sie Talenteschule, mit pädagogischer Autonomie, mit finanzieller und mit personeller Autonomie. Das ist übrigens, also es ist nicht die Privatisierung von Schule, sondern das ist das, was Sozialdemokraten in den Nordics machen oder in den Niederlanden, mit hoher Qualitätskontrolle durch und Begleitung durch die Republik. Das heißt, die Bildung muss öffentliches Gut sein und bleiben, aber ich würde zum Beispiel auch privaten Schulen, die heute grob diskriminiert sind, die Möglichkeit geben, hier einzuoptieren, auch öffentlichen Schulen. Und Privatschulen dürfen dann natürlich kein Schulgeld verlangen. Gibt auch eine Aufnahmepflicht für die wohnortnächste Schule. Also man muss das sehr ordentlich organisieren, aber das wurde ja schon mehrfach auch in Büchern von mir beschrieben. Das ist möglich. Es muss aber freiwillig sein. Ich kann niemand dazu zwingen. Und ich glaube, dann passiert eine Abstimmung mit Füßen durch die Schülerinnen, Schüler und die Eltern. Und es würden immer mehr in diese freie Talenteschule mit hoher Qualitätsbegleitung und Monitoring hineinoptieren. Das wäre mein Weg einfach, weil ich glaube. Spannende Punkte. Klar, jetzt sind die einige Punkte, wo ich noch kurz Ihre. Eines war, mehr Geld ist da angesprochen worden. Das gibt es ja für Brennpunktschulen. Jetzt hätte ich Sie gefragt, ist bei Ihnen jetzt im Hintergrund, sieht man jetzt kann man nicht so viel erkennen, aber fließt bei Ihnen sozusagen jetzt Milch und Honig an der Brennpunktschule? Gibt es genug Mittel, dass es wirklich die besten Turnsäle und bestes Material? Erste Frage. Und zweitens ist kurz, was der Strolz gesagt hat, statt diese Diskussion weiterzumachen, gemeinsame Volksschule bis 12. Wäre das was? Und Asylwerber, glaube ich, besser aufteilen ist auch noch angesprochen worden. Also Asylwerber besser aufteilen, um jetzt hinten anzufangen. Ich glaube, das fängt einmal an mit der eigentlich gesetzlich geregelten, überall gleich hohen Mindestsicherung. Also man kann jetzt niemanden, der Mindestsicherung bezieht, den Vorwurf machen, warum zieht er nach Wien? Da gibt es einfach für die Person mehr Geld. Und das ist für die Person gut, aber das ist letztlich für die Stadt und dann auch für die Schule natürlich ein Problem. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt, diese sechsjährige Volksschule, die Diskussion taucht immer wieder auf, dem kann ich schon was abgewinnen, aus mehreren Gründen, nicht nur wegen der gemeinsamen Schule, sondern weil auch die Entwicklung aus meiner Sicht von den Kindern teilweise so ist, dass sie durchaus vielleicht auch im Gegensatz zu früher, wenn sie 6 Jahre Zeit haben, doch besser eine Grundlage schaffen können, wo sie weiterkommen können. Ich möchte aber trotzdem auch noch zurückkommen auf das duale Schulsystem. Weil es ist nicht nur schlecht, es gibt eh keine politische Diskussion drüber, aber wir kriegen jedes Jahr in die ersten Klassen auch Kinder, die halt noch nicht so weit sind und in einem Gymnasium untergehen würden. Und in den 4 Jahren bei uns können sie sich gut entwickeln. Nahezu ein Drittel unserer Kinder geht weiter in höhere Schulen und durchaus auch, natürlich nicht alle, aber durchaus auch erfolgreich. Also es ist nicht so, dass die Mittelschule oder die Mittelschule in Wien das Ende der Bildungskarriere ist. Das ist für viele, nämlich die bildungsinteressierten Kinder, durchaus genau das Auffanglager, wo sie erfolgreich Bildung erleben können. Also es Und ist die nicht anderen zwei grundsätzlich Drittel, alles Entschuldigung, muss ich jetzt schlecht. nachfragen, die anderen zwei Drittel, was ist mit denen? Naja, also stimmt natürlich nicht jetzt genau ausgerechnet, aber ich würde sagen, etwa ein Drittel geht weiter in höhere Schulen, mittlere und höhere Schulen, etwa ein Drittel vielleicht noch die polytechnische Schule. Und dann in eine Lehre, also in eine Fachausbildung.
Und leider haben wir auch circa ein Drittel unserer Schüler, die, Sie kennen das Sprichwort, mein Vater ist AMS, ich mache auch AMS. Das ist jetzt ein bisschen flapsig, aber schon in diese Richtung gehen, dass sie Okay. zumindest einige Jahre in AMS-Kursen oder gar nicht Ich meine, versorgt das sind. ist schon immens. Und jetzt noch eine kurze Antwort noch bitte. Dieses Geld, also Sie als Brennpunktschule, sind Sie da super ausgestattet? Funktioniert das? Kurze Antwort bitte. Nein, also es gibt vereinzelt irgendwelche zusätzlichen Förderstunden, sonst sind wir nicht gut ausgestattet. Und vielleicht noch ganz den einen Satz dazu: Es gibt keine Anreize für die wirklich guten Lehrer, an so einen schwierigen und natürlich auch nicht so, zumindest vom fachlichen herausfordernden, sozial aber schon Standort zu gehen. Und jetzt mit der gemeinsamen Ausbildung von AHS-Lehrern und Mittelschullehrern gehen natürlich die wirklich guten Leute in die besseren Schulen, und das ist durchaus auch vom Personal ein Problem. Eine Frage kommt von einem User. Er schreibt, warum werden denn eigentlich Sprachen nicht auch stärker gefördert? Und zwar meint er mit Sprache jetzt auch nicht nur Englisch vielleicht oder Latein, um jemanden zu quälen, sondern sagt Türkisch, Bosnisch oder auch Kroatisch. Sind Sie eigentlich, gab es das bei Ihnen in der Schule? Haben Sie zum Beispiel Bosnisch extra Unterricht? Ist das irgendwie gefördert worden, wenn wir schon von jungen Talenten reden? Nein, damals nicht. Also damals gab es das nicht. Also ich hatte zwar immer wieder vereinzelt Stunden mit einem Lehrer, der Kroatisch konnte, damit ich schneller Deutsch lerne, aber als Unterrichtsfach gab es das nicht. Was ich aber weiß, ist, dass es das heute schon gibt. Also es gibt schon diesen BKS-Unterricht, es gibt auch Türkischunterricht, es gibt auch, also es ist auch erwiesen, dass mittlerweile hier die zweite oder die dritte Generation, weil sich die Sprachen nur mehr auf Smalltalk ja, reduziert, dass die Erstsprachen auch nicht mehr so gut gesprochen werden und auch viele Fehler sich einschleichen, grammatikalische Fehler. Und dass es sehr wichtig ist, diese Erstsprache auch gut zu beherrschen, damit man eine weitere Sprache lernen kann. Also das wäre auf alle Fälle etwas, was eventuell noch mehr gefördert werden müsste. Aber Herr Klar weiß das ganz bestimmt, dass das wahrscheinlich eh schon so ist. Also dass die Erstsprachen bereits bei einer bestimmten Anzahl von Schülerinnen ohnehin angeboten werden. Ist das so, ja? Es wird Muttersprachenunterricht angeboten, zum Teil auch wirklich angenommen, zum Teil machen das Kinder auch privat. Aber es Okay. stimmt, ein großes Problem ist, dass viele ihre Muttersprache auch nur umgangssprachlich lernen und dann nicht auf eine gekonnte Sprache zugreifen können, um die nächste zu lernen, sondern weder die eine noch die andere Sprache können und dann ganz durchfallen sprachlich. Das ist wirklich ein großes Problem, da haben Sie recht. Jetzt würde mich noch interessieren, weil ich möchte zu dem Punkt, bevor wir auch über die Eliten reden, noch zum Schluss hingehen, was der Herr Schleicher angesprochen hat, nämlich die Eltern. Da gibt es ja dann oft den Vorwurf, das sind bildungsferne Schichten, das interessiert dann gerade bei migrantischen Familien die Eltern nicht. Was ist da Ihr Eindruck? Ist das so oder hapert es da irgendwo anders? Es kommt darauf an, also ich erlebe migrantische Eltern so und so. Das kommt auch immer darauf an, welche Bedürfnisse bereits in dieser Familie gedeckt sind. Das heißt, hat man bereits ein Einkommen, hat man eine Wohnung, sind diese ganzen Themen gesichert, dann ist man auch mehr bereit oder hat auch mehr Ressourcen, sich dann auch einzubinden. Wenn aber alles andere auch schon sehr unorganisiert ist oder noch nicht erledigt, dann sind einfach die Sorgen dieser Familien größer als jetzt, ob das Kind jetzt vielleicht in einem Fach die eine oder andere Note schlechter hat oder ob jetzt gerade ein Jausenfest veranstaltet wird. Also das hängt schon sehr von der sozialen Struktur zu Hause ab. Also je mehr sich diese Familien etablieren, je mehr ihre finanziellen Sorgen gesichert sind etc., dann bringen sich aus meiner Erfahrung auch die Eltern, also genauso wie Ja. andere Eltern auch ein. Wenn das aber eben nicht gesichert ist, dann sind also ich kann mich erinnern, als meine Eltern haben sich gar nicht eingebracht. Das liegt aber, oder erst sehr spät eingebracht. Das liegt aber daran, dass die halbe Familie im Krieg war, permanent andere Sorgen gerade waren, finanzielle Sorgen, Wohnsituationssorgen, Aufenthaltssorgen und so weiter. Also das Kind war in der Schule betreut. Dem ging es gut und man hat sich da jetzt auch nicht gefragt, hier kann ich bei einem Schulfest vielleicht Brötchen backen oder so. Also das muss man sich halt auch irgendwo vor Okay. Augen halten. Je mehr diese Themen erledigt sind, umso mehr bringen sich Geht Eltern das ein. nicht? Herr Schleich, jetzt würde mich das interessieren, wenn der Herr Klar jetzt allen Lehrerinnen und Lehrern in seiner Schule die Order ausgibt, alle nicht 50, aber 30 Schüler anzurufen, zweimal in der Woche. Also dann ist ja oft die Debatte in Österreich, was kommt da dann zurück von den Eltern? Was können Sie uns da ein bisschen sagen? Was ist das Wissen dazu? Also müssen die Eltern mit und was genau müssen sie mit und was macht man mit denen, die sich verweigern oder verweigert sich das dann eh keiner in der Praxis? Das würde mich da Ihrer Sicht interessieren.
Eins ist klar, Bildung ist nie Transaktion, das ist immer Beziehungsarbeit, ne? Und ich glaube, alles, was wir im Bildungssystem tun, um Beziehungen zu stärken, das wirkt positiv. Das fängt bei den Lehrkräften und Schülern an. Ne? Wenn ich als Lehrkraft muss ich die Schüler, die vor mir stehen, kennen. Ich muss wissen, wer sie sind, wer sie werden wollen, wie ich sie begleiten kann. Und da, auch da hapert es oft. Ne? Also das ist, die Lehrkräfte sehen sich oft als Vermittelnde von Wissen. Das ist ja auch ganz wichtig. Aber dass sie eben auch ein guter Coach, ein guter Mentor sein müssen, vielleicht sogar teilweise Sozialarbeiter, dass die Schule wirklich ein Umfeld wird, wo diese Beziehungen positiv aufgebaut werden. Und genau in dem Sinne auch die Beziehung zu den Eltern, dass die Eltern eben nicht im Grunde, dass man die nicht nur anruft, wenn es mal irgendwo ein großes Problem gibt, sondern die mit ins Boot holt. Ne? Man kann in der Schule nicht gewinnen, wenn das Elternhaus nicht irgendwo aktiv. Aber mich würde interessieren, es gibt ja oft die Debatte, dass das Bildungsferne, das sagt man, die interessiert das eh nicht. Das ist ja dann, was in der Debatte oft mitschwingt, medial. Ist das so oder ist das eine... Da schauen Sie sich doch die Variation zwischen den PISA-Staaten an. Es gibt durchaus Länder, auch in Europa, wo das hervorragend funktioniert. Es gibt da nicht andere Eltern, es gibt dort Bildungssysteme, die im Grunde, wir halten oft die Schüler in der Klasse und den Rest der Welt draußen. Das ist das Problem. Und je mehr wir da Querverbindungen schaffen, und das kann gut gelingen. Das sehen wir in Dänemark zum Beispiel. Gelingt dort sehr gut. Das sind nicht andere Eltern, das ist ein Bildungssystem, das offen ist für die Einbindung der Gemeinden und der Eltern und auch das irgendwo die mit in die Pflicht nimmt. Ne? Das ist, glaube ich, heute wirklich wichtig, dass wir einfach, Schule kann nicht so sein wie das Postamt, wo man hingeht, um was abzuholen, sondern das ist eine Einrichtung, an der wir alle irgendwo teilhaben. Ne? Und das gelingt in vielen Ländern. Ich war gestern vorgestern in der Ukraine und da muss man sehen, die Schüler haben auch während des Krieges keine Leistungsverluste zu verzeichnen. Ne? Die haben Corona erlebt, die erleben den Krieg und trotzdem, und das ist im großen Teil deswegen, weil die Lehrkräfte aktiv im Grunde auf die Menschen zugehen, auf die Kinder auch mit großen sozialen Herausforderungen. Und ich glaube, da können wir uns irgendwo schon ein Stück abgucken. Ne? Jetzt eine Frage zu den Eliten, weil wir das gesagt haben, Herr Schleicher. Warum würde mich interessieren, warum klappt denn das in Österreich? Wir reden immer über die Verlierer, aber offenbar, wenn ich das richtig sehe, sind wir auch nicht so gut, die Top-Gruppe auszubilden. Ja, ich glaube, das sind zwei Seiten desselben Problems. Ne? Ein Bildungssystem, das Schüler einfach irgendwo leicht einsortiert und aber nicht im Grunde individuell fördert. Ich muss eben auch, wenn ich leistungsstarke Schüler finden und fördern will, muss ich erstmal erkennen, wer hat das Potenzial, wie kann ich diese Kinder unterstützen. Das ist genau im Grunde der Umkehrschluss von der Förderung, also Ausgleich sozialer Defizite. Man muss bereit sein, im Grunde Leistungsheterogenität zu sehen. Und die Ressourcen so einzusetzen, dass jeder Schüler sein Potenzial voll erreichen kann. Man muss dazu sagen, das ist jetzt nicht in dieser PISA-Studie, in einer früheren ist das ja klar geworden, dass viele Schüler, viele leistungsstarke Schüler in Österreich sich damit auch nicht wohlfühlen, ne, weil irgendwo immer auf diese Mittelschicht gesetzt wird. Ne. Und ich glaube, da muss ein Bildungssystem einfach offener werden, dass Schüler andere Interessen, andere Talente haben und zu sehen, was steckt in diesem Schüler, dieser Schülerin und wie kann ich das entsprechend fördern? Gibt es da noch ein kurzer Antwort? Gibt es ein Beispiel, wo das gut gelingt oder wie, wenn Sie jetzt ein Land oder irgendein sind das, wie das besser gelingen kann aus der Praxis? Ja, also auch da muss man sagen, die ostasiatischen Staaten, die haben fast eine zehn, die Gruppe der leistungsstarken Schüler ist dort fast zehnmal so hoch. Ne? Das ist also sind gute Beispiele, aber man kann auch in Europa dafür Beispiele finden. Auch gerade, wo die Gruppe der leistungsstarken Schüler in den letzten Jahren gewachsen ist. Ne? Das ist ja auch ein Aber Grund. was passiert da konkret? Da sind das kleinere Gruppen, die dann sagen, okay, komm, du musst jetzt hier nicht plus-minus rechnen, sondern wir machen gleich Geometrie oder was? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, also einfach, das ist ja genau die Bedeutung individueller Förderung, dass wir im Grunde sehen, wie können wir im Grunde, wo sind Schüler besonders stark? Teilweise ist es auch gut, zum Beispiel Differenzierung in der Klasse, in der Schule zu schaffen, ne? Anstatt jetzt Schüler auf verschiedene Schulformen zu verteilen. Ne? Ich glaube, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, das entsprechend zu Herr gestalten. Strolz, wollen Sie dazu auch etwas sagen, was Talenteförderung betrifft? Wir haben keine Kultur, keine Tradition. Das ist eine ganz wesentliche Haltungsfrage und auch eine Strukturierungsfrage. Ja, es geht um, habe ich Kapazität, das Individuum zu sehen im Alltagsunterricht? Und wir haben vieles so organisiert, dass diese Kapazität nicht vorhanden ist offensichtlich. Und dann, ja, dann ist es egal, ob ich
drunter oder drüber liegt, sondern es wird versucht, irgendwo eben ein Mittelmaß zu schleifen. Das ist auch änderbar, ist nicht Gott gegeben, ja. Meine Schlussfrage geht in die Richtung, jetzt haben wir viel Individualförderung gesprochen, wir haben über die Eltern gesprochen. Was ist eigentlich mit den Lehrerinnen und Lehrern? Ich weiß nicht, Frau Schütter, vielleicht gibt es da ein Problem, dass viele offenbar nicht bereit sind oder nicht die Fähigkeit haben, nicht die Ausbildung auf diese Anforderungen einzugehen. Ich glaube, es gibt natürlich, ich glaube, dass der Beruf Lehrer mit den aktuellen Herausforderungen und der Ausbildung, dass das nicht ganz so einhergeht. Also, dass wirklich viele Lehrer auch gar nicht geschult werden für diese Herausforderungen, die die heutige Zeit mitbringt. Was mir auffällt, ist, es gibt wahrscheinlich keinen Job, wo Eltern mehr mitreden. Ja, nicht so wie jetzt Herr Schleicher meint, mitarbeiten gemeinsam mit der Belegschaft, sondern auch wirklich sich aktiv einbringen. Das ist ungerecht, diese Note wird in Frage gestellt. Das heißt, jede Tätigkeit, die Unterrichtsform. Also es wird in vielen Ländern ist das tatsächlich anders, aber hier wird auch wirklich auch ein anderer Zugang zu diesem Job von der Gesellschaft. Also man nimmt einfach diesen Job auch anders wahr. Also man bringt ihm auch mehr Respekt entgegen. Und wenn ein Lehrer sagt, das ist jetzt, wenn ein Lehrer zu einem Elternsprechtag ein gewisses Thema bespricht, dann wird das auch angenommen. Das ist der Experte oder die Expertin und ich nehme das als Elternteil an. Und ich erlebe das aber hier schon sehr stark, dass jede Entscheidung vom Lehrer in Frage gestellt wird von Eltern. Und das macht den Job aus meiner Sicht auch nicht attraktiver. Herr Strolz, mal sind unsere Lehrer, haben wir da ein Problem, dass die schlecht ausgebildet sind und auch gar nicht in der Lage oder nicht engagiert genug? Ja, die Ausbildung, darüber kann man auch diskutieren, wurde ja viel erneuert und schaut so aus, als müsste man noch einiges noch einmal nachschärfen. Ja, aber Also ich präzise es vielleicht auch, sind ja vieles, was ja scheitert, zum Beispiel Gesamtschule, ja. scheitert ja eigentlich an Lehrern oder gar nicht nur an der ÖVP oder an der Post, sondern die Lehrer, AHS-Lehrer wollen das nicht, auch Ganztagsschule, viele wollen nicht so lange arbeiten, so ehrlich muss man wahrscheinlich auch sein. Na, ich glaube, dass wir müssen noch stärker hier in die Personalautonomie kommen auch. Die Schulleitung muss mehr auch eine Führungskraft sein können. Natürlich muss es auch möglich sein, dass wir jene, weiß nicht, 5% oder wie viel das sind, die einfach falsch gelandet sind in diesem Beruf, die müssen wir auch verabschieden. Das machen wir in jedem anderen Beruf. Also wir sagen ja nicht, ah, du bist also offensichtlich falsch gelandet als Tischler, aber mach weiter. Oder du bist hier als Chirurgin nicht so prickelnd, aber operier weiter. Bei den Lehrern sagen wir nur noch 40 Jahre. Wir senden dich an eine andere Schule. Das ist grundfalsch und ist auch extrem demoralisierend für die ganz, ganz vielen, die mit großem Idealismus und großem Fit und natürlich auch Expertentum, das sie studiert haben, in diesen Beruf gehen. Das macht dich fertig, wenn du einen Jahr und Tag neben dir hast, der sagt, ich mache Dienst nach Vorschrift und du wirst schon sehen. Ja? Und dann knicken die ein, die mit Idealismus das machen. Es ist der wichtigste Beruf der Republik. Wenn man sagen, die Kinder sind das Größte, was wir haben, ja, ich meine, Das ist. da schickt man es jeden Tag vorbei. Das heißt, wir brauchen ein anderes, auch soziales Standing. Wenn du bei einer Gartenparty bist und du fragst, was machst du beruflich und das Gegenüber entschuldigt sich, bevor er sagt, was er ist, ist er ein Lehrer in der Regel. Und das heißt also, wir müssen von der Auswahl, Ausbildung, soziales Standing, wie wir sehen, aber auch die Gewerkschaft im eigenen Professionsverständnis, der Minister als Dienstgeber, das müssen wir neu erfinden, die Profession des Lehrers, wie wir es einhängen in der Gesellschaft. Herr Strolz war jetzt zurückhaltend, er hat auf 5%, die nicht befähigt sind, ich hätte sie auf 10 oder 15, da gesagt, Ja. mein Herr, Sie werden jetzt nicht sagen, dass Ihre Lehrer nicht gut sind, das ist mir klar, dann würde ich Sie gerne was anderes fragen. Haben Sie eigentlich genug, vorletzte Frage quasi in der Diskussion, haben Sie genug Personal eigentlich, sind genug Lehrer da? Gut, kurze Antwort, weil dann machen wir schon die Schlussrunde, der Schleicher muss bald gehen. Also, ich habe jetzt noch zwei Vollbeschäftigungsäquivalente, wie man so sagt, frei, aber ich kann alle Stunden gut besetzen. Ich glaube, im Jänner kriege ich noch eine Lehrerin. Das ist nicht das Problem. Der Herr Strolz spricht mir mit ganz, ganz vielem aus der Seele, was die Lehrer betrifft. Aber ich möchte schon noch dazu ergänzen, ganz, ganz wichtig, auch was Sie gesagt haben, aus Salzburg. Die Eltern, die uns unseren Job erklären wollen, anstatt sehr bemüht zu sein, dass ihre Kinder was lernen, immer wenn die Kinder Mängel haben,
sei es disziplinär oder fachlich, überlegen, ob der Lehrer oder die Lehrerin was falsch gemacht hat oder die Mitschüler, anstatt zu sagen, ich rede jetzt mit meinem Kind streng, dass es sich bemüht, in der Schule so zu agieren, wie es dem Kind gut tut, das ist schon ein Riesenproblem. Also dieses Standing der Lehrer und Lehrerinnen als Fachkräfte und wo man eben sagt, das ist wichtig, dass man lernt und nicht wichtig, dass man überall die Verantwortung abschiebt als Elternteil, demnach auch als Kind, das halte ich auch für ganz, ganz wichtig. Alles klar, der Herr Schleicher hat uns schon verlassen. Ja, vielen, vielen Dank für die spannende Diskussion. Ich glaube, wir haben viele spannende Punkte gehört. Wir haben einerseits über die Lösung gesprochen, die es wahrscheinlich nicht geben wird in Österreich wie die Gesamtschule, aber vielleicht Alternativvorschläge von Herrn Strolz etwa, dem auch der klar etwas abgewinnen könnte, 6 Jahre Volksschule zum Beispiel. Wir haben von Herrn Schleicher gehört, auch über, für mich zumindest überraschend, dass Elternarbeit wichtiger ist und auch zum Beispiel Beispiele wie das Durchrufen. Wir haben von der Frau Schütter gehört, die trotzdem gesagt hat, diese Trennung zwischen den Schülerinnen und Schülern, die passiert einfach zu früh und da ist viel Potenzial, das einfach liegen gelassen wird. Vielleicht sollten wir auch diese Diskussion noch einmal aufgreifen. Ja, von unserer Seite aus, vom Standard bleibt nur zu sagen, vielen Dank fürs Interesse, streiten und diskutieren wir weiter und gutes Gelingen, was auch immer Sie vorhaben. Bis zum nächsten Mal.